Mit dem Digit Radio 30 stoßen wir mit Techninsat gemeinsam vor in den letzten Raum in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus, wo Sie vielleicht noch keine Musik hören. Unter der Dusche. Das Digit Radio 30 von Technisat ist wasserdicht, IP5 zertifiziert, bedeutet Strahlwasser aus allen Winkeln, wie zum Beispiel unter der Dusche, bedeutet für Sie, dort jetzt digitalen Radioempfang zu genießen oder UKW oder auch per Bluetooth vom Handy Ihre Musik zu hören. Das Gerät hat einen Akku integriert und wenn es aufgeladen ist, haben Sie bis zu 15 Stunden Musikgenuss. Dann hängt es ganz einfach bei Ihnen mit unter der Dusche oder Sie nehmen es auch gerne mit zum Camping. Es ist ja dann wasserdicht in dem Moment, Spritzwasser geschützt on top. Bedeutet, endlich morgens wach werden, eine heiße oder kalte Dusche nehmen mit der richtigen Musik. Wir haben ein richtig schönes großes Display, mehrzeilig. Sie sehen die Uhrzeit, Sie sehen die Informationen zum Radiosender, aktuell die Uhrzeit. Digitaler Radioempfang bedeutet, einschalten, genießen. Wieso? Sie haben kein Rauschen, Sie haben kein Knacken, Sie müssen nicht die Frequenz korrigieren und suchen, sondern alle Radiosender sind sofort da. Sie können dann hier oben mit den Bedienelementen ganz einfach hier zum Beispiel mal die Lautstärke ein bisschen lauter machen. Haben hier vorne einen starken Lautsprecher mit eingebaut. Wie gesagt, alles wassersicher mit IP5-Zertifizierung. Sie haben hier noch eine Möglichkeit, dann einfach mal auch die Sender zu wechseln, zu gucken, was gibt es denn da. Das Tolle bei DAB Plus ist ja, Sie empfangen nicht nur regionale Sender, sondern auch überregionale Sender, deutschlandweit. Und so kann man sich dann halt wirklich so seinen Lieblingssender hier zusammenstellen. Ich gehe nochmal zurück zu unserem Relax SWR 4. Also es sind so viele Sender in der Auswahl, aber alle haben das digitale Vergnügen. Wirklich eine klare Klangqualität. Dann kann ich mich mit dem Radio morgens auch wecken lassen. Das heißt, ich werde wach am Bett, greife mir das Digit Radio 30, laufe damit unter die Dusche und kann einfach die Nachrichten, die Musik einfach weiterhören. Nehmen Sie es auch gerne mit raus, wenn Sie sagen, Mensch, wir fahren heute noch an den See oder wir machen einen Ausflug, dann haben Sie ein tolles Radio dabei, weil in 15 Stunden Akku, da kann man wirklich eine kleine Tour machen übers Wochenende und kann perfekt Musik dazu genießen. Sie können sich damit wecken lassen, hatten wir gesagt. Sie können damit einschlafen, wenn Sie möchten. Die Bedienung ist ganz einfach. Ich zeige Ihnen mal die Knöpfe hier on top. Sie haben links den großen Knopf für die Lautstärke, rechts einen Bedienknopf, den kann man hin und her drehen und drücken für die einzelnen Funktionen. In der Mitte haben wir oben die Power-Taste, daneben die Taste Mode, damit wechseln Sie zwischen DAB+, FM und Bluetooth. Bluetooth müssen wir gleich noch machen, und zwar wollen wir noch Musik vom Handy hören. Wir haben dann eine Preset-Taste, um Ihre Lieblingsradiosender abzurufen. Darunter haben wir die Taste Menü, um ins Navigationsmenü des Radios zu kommen. Zeige ich Ihnen gleich noch kurz. Die Taste Info für weitere Informationen auf dem Display. Und unsere Dimmer- oder Snooze-Taste. Snooze ist ja immer ganz wichtig, wenn man morgens wach wird. Das Radio fängt an und man sagt so, oh, noch ein paar Minuten. Zack, einmal auf die Snooze-Taste und dann meldet sich das Radio dann später. Bei der Taste Info ist es ganz toll. Wir sehen ja jetzt gerade aktuell die Uhrzeit. Nochmal auf die Info haben wir das Datum. Dann bekommen wir schon mal die Informationen vom Sender, was da jetzt gerade gesendet wird. Wir können dann auch sagen, wie heißt der Titel zum Beispiel. Wer ist denn hier der Interpret? Ach, gerade von Aha. Also wirklich toll, denn mit DAB Plus haben Sie viel mehr Informationen auch zu dem laufenden Programm. Und zu guter Letzt ist ja eins immer noch ganz wichtig, auch die eigene Musik. Ich weiß nicht, ob Sie Streamingdienste nutzen, wie zum Beispiel Deezer, Spotify oder wie die alle heißen. Oder ob Sie sagen, Mensch, ich habe auf meinem Handy auch eine ganz tolle Playlist mit meinen Lieblingssongs, die ich gerne auch mal richtig laut hören möchte. Dann können wir unser Digit Radio 30 per Bluetooth mit unserem Smartphone, unserem Tablet-PC verbinden. Ich wechsle dann hier einfach oben mit der Taste Mode über Radioempfang per UKW zu Bluetooth. Da steht jetzt noch Disconnected. Einmal, beim allerersten Mal, gehen Sie in Ihre Bluetooth-Einstellungen, egal von welchem Smartphone, gucken kurz nach dem Radio, verbinden sich einmal damit und dann, zack, sind Sie auch schon connected. Jetzt mache ich mal ein bisschen lauter. Und dann habe ich gleich den perfekten Duschsong für Sie. Aufgepasst, mit dem Digit Radio 30 haben Sie jetzt Musik überall da, wo es auch nass wird, denn es ist IP5-zertifiziert, bedeutet, nehmen Sie es mit unter die Dusche. Es ist wassersicher gegen Strahlwasser aus allen möglichen Winkeln. Es hat einen Power-Akku mit 15 Stunden Laufzeit. Es hat den digitalen Radioempfang. Es hat den normalen Radioempfang. Es hat Bluetooth. Sie können damit einschlafen. Sie können sich damit wecken lassen. Es ist wirklich der Top-Begleiter und so robust. Und jetzt
gibt es gleich den passenden Radiosong für alle, die morgens wach werden müssen, sollen, werden wollen. Und vor allen Dingen können Sie alle Informationen auch nochmal auf der Internetseite von Technisat sehen unter www.technisat.de. Und jetzt würde ich sagen, ab unter die Dusche. Okay.